Schrubb, 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 links und rechts, ein bisschen gurgeln. Sehr, sehr gut, Kleine. Ich glaube, das sollte es mit dem Zähneputzen reichen. Es ist schon sehr, sehr spät. Lass uns jetzt schlafen gehen und... Oh, hey, Freunde. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, oh, es ist richtig, richtig spät und auch ich und der Kleine sind super müde. Du bist müde, ich bin nicht müde, ich will doch wach bleiben, lass mich los, ich will wach bleiben. Hey Kleine, es ist wirklich sehr, sehr spät und hey, guck mal, Sentine wartet auch schon. Ah, seid ihr endlich fertig mit dem Zähneputzen? Es wird doch mal Zeit, es ist schon sehr, sehr spät, Kleiner. Genau, du hast deine Mama gehört, dann würde ich sagen, gute Nacht, Sentine, schlaf schön. Okay, ich schlafe, gute Nacht. Sentino, Fernsehen aus, das kann ja nicht sein. Ach, Manu. Du kannst morgen gerne Fernsehen gucken. Okay, ich und deine Mama gehen auch schlafen. Gute Nacht, ich mach mal das Fenster zu, wir haben genug gelüftet. Ach, und ich bin sowas von müde, ey. Ich könnte sofort... Miam, 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 miam. Ich bin Simon, die Oberkreatur im Reinschütter. Ich habe einen riesigen Plan. Ich brauche euch alles zerstören. Ich will alles zerstören. Ich bin Simon. Mein Plan ist euch, ein Kind anzulocken. Ja, zu dem Reinschütter. Mit einer Fake-Stimme. Mit einer falschen Stimme, mit meinem Lautsprecher. Werde ich ihn anlocken in den Reinschütter. Danach festnehmen. Wir fangen schon mal an, Simon. Hey, Kleiner, komm in den Wald zu mir. Wir spielen ein bisschen. Ah, das ist eine gute Stimme. Jetzt heißt es nur noch Papa, du Kleine. Sentino, komm zu Papa. Was sind das für Geräusche, Papa? Papa ruft mich. Ja, yeah, aber oh, ganz, ganz leise. Mama und Papa sind am Schlafen. Kleiner, komm aus dem Haus raus. Ich hab eine Überraschung für dich. Okay, eine Überraschung. Ganz, ganz leise, Freunde. Sentino bekommt eine Überraschung. Oh, was sind das für Geräusche? Kleiner, folge der Straße. Ab in den Wald, komm zu mir. Es ist was ganz, ganz Besonderes. Du kriegst viele Spielzeuge. Ja, Spielzeuge! Wuhu! Spielzeuge, Spielzeuge. Sentino kommt. Oh ja, ich bin so, so gespannt, was ich bekomme. Papa wird bestimmt stolz auf mich sein. Oh, hallo? Ist hier irgendwer? Oh, ich hab ein bisschen Angst, Freunde. Was soll ich machen? Hallo? Das sieht aber nicht so nach Spielzeug aus. Kleiner, komm zu mir. Du hörst dir. Miam, miam, was sind das für Geräusche, Sirenhead, oh Gott, ich glaube, Freunde, ich hatte einen Albtraum gehabt, ich habe von, Sirenhead geträumt, dieses komische Monster, aber es ist ja alles in Ordnung, wieso schrei ich eigentlich so, Sentine schläft ja auch und der kleine Sentino, Sentino, wo ist Sentino, Freunde, hallo, oh Gott, Freunde, wir wecken am besten nicht meine Freundin auf, was ist mit Sentino passiert, hey, Kleiner, bist du auf, Toilette, nein, irgendwas ist hier ganz, ganz faul, irgendwas stimmt hier nicht, Freunde. Wo ist unser kleines Kind? Sentino, wo bist du, Kleiner? Was ist hier bitte passiert, Freunde? Schreib mal jetzt gerne in die Kommentare. Weißt du, wo Sentino ist? Was ist mit unserem kleinen Jungen passiert? Und wenn du mir dabei helfen willst, Sentino wiederzufinden, dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also alle jetzt fleißig das Video liken, Freunde. Ich glaube, irgendwas ist hier ganz, ganz komisch. Sentino ist, glaube ich, von zu Hause abgehauen. Aber wieso? Wer weiß, was passiert ist. Der arme kleine Junge. Es ist mitten in der Nacht. Er ist noch so, so jung. Ich würde sagen, Freunde, wir rüsten uns aus. Wer weiß, was mit ihm passiert ist. Und oh, da ist es schon wieder das Geräusch. Es ist doch das Geräusch von Sirenhead, dem Horrormonster. Ich glaube, Freunde, er hat unseren kleinen Jungen entführt. Ich würde sagen, wir rüsten uns jetzt sofort aus. Das mit Sirenhead muss ein Ende haben, Freunde. Wir müssen am heutigen Tag Sirenhead endgültig begraben, dass er nie wieder Angst und Schrecken in der Stadt verbreitet. Das kann ja wohl nicht sein, Freunde. Wo ist der kleine Sentino? Lass mich raus, du böse Sirenhead. Ich werde deine Lautsprecher kaputt boxen. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Haha,
freu euch, Kleiner. Niemals wird dich hier finden. Du wirst weder gefangen genommen halten von mir, Simon. Und ein glücklicher Papa ist der Nächste, den ich anlocken werde. Mit meinen Lautsprechern, ich werde alle bekommen, die ganze Stadt wird unter meine Kontrolle laufen von Simon. Die werden alle sehen. Warte mal, Freund, ich glaube, das ist nicht mein junges Sentino. Es ist nicht Sentino. Das ist die Stimme von Siren Head. Er versucht, mich in eine Falle zu locken, Freunde. Darauf falle ich nicht rein. Er hat versucht, die Stimme von Sentino nachzumachen durch seine Lautsprecher. Aber das Geräusch wird immer und immer lauter. Er muss hier irgendwo sein. Und da ist der Freund, Siren Head. Siren Head, ja, komm her, ich werde dich zerstören. Oh Gott, Freunde, ganz, ganz schnell. Wir müssen sofort die Waffen nachladen. Wo ist mein kleiner Junge, Siren Head? Sag mir sofort, wo der Sentino ist. Ich werde dich sonst in... Du wirst sonst sehen, was mit dir passiert. Sentino, du hier, kleiner Junge, kleiner, lieber Junge. Oh nein, Freunde, das kann nicht sein. Komm her, Siren, ich werde dich sowas von erschießen. Du wirst schon sehen, was mit dir passiert, so, Freunde. Oh Gott, Freunde, wir müssen versuchen, auf seine Lautsprecher dort oben drauf zu schießen, worüber er auch immer redet und die Fake-Stimmen macht, damit wir angelockt werden. Du bist der Nächste, Siren, komm dich. Oh nein, Freunde, ganz, ganz schnell. Sentino, warte mal. Kleiner, ich werde dich auf jeden Fall retten. Halt noch ein bisschen durch. Okay, ich bekomme Angst von dem. Keine Angst, Kleiner. Kleiner Junge, keine Angst vor Siren Head. Oh nein, Freund, er ist viel zu stark und er sieht so gruselig aus. Er versteckt sich immer im Wald und entführt einfach meine Freunde. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Siren Head, das mit dir muss heute ein Ende haben. Freunde, wir verstecken uns ganz, ganz schnell. Ich habe auch noch ein paar Wasserballons, die wir drauf werfen können. Versteckt sich nicht, Kleiner. Oh nein, Freunde, so ganz, ganz schnell. Und wir werfen Wasser auf ihn drauf. Oh mein Gott, Freunde, es hat fast geklappt. Sehr, sehr gut. Wir schießen noch ein bisschen auf seine Lautsprecher drauf. Oh doch, Freunde, ich würde sagen, wir schießen noch... komm, ein paar Schüsse. Papa, du musst mich befreien. Ich hab Angst, du schaffst das. Keine Sorge, Kleiner. Oh nein, Freunde, da ist Siren Head und nein, ganz schnell. Und Freunde, wir werfen eine Wasserbombe und komm schon, Freunde. Und ja, Freunde, wir haben es wirklich geschafft. Wir haben Siren tatsächlich besiegt. Dankeschön für die ganze Unterstützung. Und jetzt würde ich sagen, ab geht's zum kleinen Sentino. Papa, du hast es geschafft. Ja, gut gemacht, Papa. Oh ja, komm mit, Kleiner, so, zack. Wir haben dich raus. Oh, Siren hat mich angelockt in den Wald. Er hat mir eine Falle gestellt. Keine Angst, Kleiner. Ich habe dich hier gerettet, was sagt man? Ich hätte es auch alleine geschafft, den zu besiegen. Kleiner, willst du mich gerade veräppeln? Wahrscheinlich hättest du es alleine geschafft. Aber ich würde sagen, Freunde, das reicht noch nicht, Sentino. Wir müssen Siren Head endgültig begraben, dass er sich hier nie wieder blicken lässt und irgendwelchen anderen Leuten eine Falle stellt. Ja, Papa, du hast recht. Lass uns ein Grab bauen für Siren Head. Oh ja, ich baue schon ein Grab, Freunde. Wir werden Siren Head jetzt endgültig so perfekt unter der Erde begraben, dass er nie wieder andere Leute in Angst und Schrecken verbreiten kann. Siren Head wird dich besiegen. Hey, Kleiner, sei leise. Mach mir jetzt bloß keine Angst. Das war schon gruselig genug hier, diese Begegnung mit Siren Head im Wald. Aber, Freunde, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Wir werden Siren Head jetzt so perfekt begraben. Und, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wie viele Jahre soll Siren Head hier drunter liegen? Soll er jetzt vielleicht ein Jahr drunter liegen? Soll er wieder da ausgraben? Oder soll er hier für immer bleiben? 1000 Jahre oder 1 Million Jahre? Schreibt es unten in die Kommentare. Und like jetzt das Video, wenn du willst, dass Siren Head nie wieder in die Stadt zurückkommt. Oh ja. Oh ja, Sentino, ich auch nicht. Ich denke mal, das sollte reichen, Freunde. Die Horrorkreatur Siren Head wurde begraben. Wir verschließen alles so perfekt. Und Sentino, du musst mir eins versprechen. Geh nie wieder alleine aus dem Haus raus, okay? Ja, es tut mir leid, Papa. Alles gut, und wo bist du, oder? Hey, bist du blind, oder wie? Hey, Kleiner, ist ja in Ordnung. So, Freunde, wir begraben ihn. Oh ja, Freunde, so perfekt. Alles machen wir komplett zu. Perfekt, das sollte ausreichen. Dann machen wir das Grabstein hin. Und sehr, sehr gut, Sentino, wir haben es wirklich geschafft. Wir haben Siren Head endgültig begraben. Gute Arbeit von uns. Ja, Siren Head, die haben wir es gezeigt, Papa. Ping, ping.
alles gut, Sentino. Oh Mann, aber jetzt ganz, ganz schnell nichts wie ab nach Hause, ey. Ich bin sowas von froh, dass es dir gut geht und dass Tyrant dir zum Glück nichts angetan hat. Wo bin ich denn hier? Das Tyrant von dir gefangen. Ich bin hier raus, lass mich hier raus. Tyrant, ich bin gerade gekommen. Sehe, was ich vergrabe. Ihr werdet schon alle sehen, dass ihr Drachen, Tyrant, ganz ein schlimmer Drache. Wer auch immer Tyrant vergraben hat, wird büße. Ihr werdet mir niemals entkommen. Tyrant wird niemals aufgeben und verlieren. Bloß nicht Mama aufwecken, ganz, ganz leise sein. Hey, was macht ihr denn hier? Oh, Sentine, hey, was machst du denn hier? Nichts, alles ist in Ordnung. Okay, aber warte mal, wo ist der kleine... Sie ist wieder eingeschlafen, so Sentino. Gute Nacht. Oh Mann, was war das bitte für ein Tag, Freunde? Aber ich denke mal, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir haben Sirenet jetzt endgültig begraben, dass er uns nie wieder Angst und Schrecken verbreiten wird. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss, Freunde.